So, da sind wir bei Peter Cheng. Meine Güte, Jensen. Ich habe von der Explosion gehört. Wir sollten umziehen. Wir könnten Direktor Miller gemeinsam überreden. Ihm sagen, dass es hier nicht sicher genug ist. Alles gut, Cheng. Das Polizeirevier, der Bahnhof, wir sind die Nächsten. Das spüre ich. Mir noch. Ich sehe es förmlich vor mir. Niemand weiß, wo wir sind. Es besteht kein Grund zur Paranoia. Sie irren sich. Die wollen uns hochgehen lassen, Jensen. Irgendjemand. Praha Dovos wurde gerade gehackt. Die Scheinfirma des Gebäudes. Ich dachte, die gibt's gar nicht. Ich wünschte, es wäre so. Ich habe für Miller die Intellicam-Aufnahmen des Angriffs bearbeitet, um rauszufinden, wer diese Leute sind. Und vielleicht versuchen die inzwischen das Gleiche. Warum sollten die sonst eine Importfirma ausspionieren? Sie glauben, jemand hat herausgefunden, dass die Firma nur Tarnung ist und er weiß, was wir hier unten wirklich machen? Wir haben viele Feinde. Die Bombenattentäter vom Bahnhof wüssten sicher gerne, wo wir sind. Wir müssen gemeinsam rausfinden, wer hinter uns her ist und ihn aufhalten. Nee, Moment, wir werden erstmal tiefer graben. Ich brauche mehr Informationen über diese Ahnung von Ihnen. Ich bin nicht sicher, ob unsere Tarnung aufgeflogen ist, aber wenn, dann müssen wir es wissen, bevor unsere Feinde eine Chance haben, aktiv zu werden. Glauben Sie wirklich an eine Gefahr? Vielleicht stöbert nur jemand auf der falschen Website einer falschen Firma rum. Wenn jemand eine Waffe auf mich richtet, gehe ich davon aus, dass sie geladen ist. Wenn jemand die Website unserer Tarnfirma hackt, gehe ich davon aus, dass er etwas Böses plant. Und was? Kommt darauf an, wer er ist und was er weiß. Aber unser Geschäft ist der Terrorismus. Und wenn diese Terroristen rauskriegen, wo wir sind... Die TF-29 schätzt ihre Privatsphäre. Ja. Klar. Und vor allem bleibt Chang gerne unversehrt. Im Gegensatz zu ihnen machen mir Explosionen etwas aus. Mhm. Wissen Sie, wer der Hacker ist? Erst hatte ich das Kollektiv im Verdacht. Aber Sie sind nicht überzeugt. Janus hinterlässt keine so großen Krümel. Aber wer immer es ist, er riskiert, dass wir auffliegen. Wenn das Kollektiv rausfände, von wo wir operieren. Mein Gott, Jensen! Vielleicht weiß Janus es schon. Hey, sagen Sie nicht sowas. Ich bin schon nervös genug. Der ist ganz fertig. Was wissen Sie über unsere Tarnfirma? Praha Dovos ist als Firma unauffällig. Man geht 100 Mal daran vorbei und merkt sie sich trotzdem nicht. Trotzdem ist jemand darauf aufmerksam geworden. Was passiert, wenn wir auffliegen? Ich kann nur raten. Packen und verschwinden. Agenten tauchen unter, Direktor vergräbt sich. Plopp, keine Weihnachtsfeier. Auch nicht schlecht. Plopp, keine Weihnachtsfeier. Sie müssen so viel wie möglich über unseren Schnüffler rausfinden. Hm. Beseitigen Sie jede Gefahr. Ja, gut. Na klar, nehmen wir das an. Okay, logisch. Haben Sie Spuren? Ich habe unseren Hacker bis zu einer leeren Wohnung verfolgt. Oberstes Stockwerk. 33 Halavi. Gleich die Straße runter. Der Typ geht jeden Tag hier vorbei und vermutlich auch rein. Soll das ein Witz sein? Jetzt spüren Sie es auch. Als wäre man lebendig begraben. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber sollte Ihnen nicht alles außerhalb dieser Mauern verdächtig vorkommen? Das wäre zu simpel. Gehen Sie zu der Wohnung. Hacken Sie Ihren Computer und finden Sie so viel wie möglich raus. Und passen Sie auf, Jensen. Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben. Ich kümmere mich darum. Sobald ich was weiß, erfahren Sie es. Aber sowas von... Na, sauber. Der Ursprung des Sex, ganz genau. Vielleicht ist die Gute Verbindung, Sache. Dass es keine runter muss ich, ne? Es geht da. Möchte meinen, dass wenigstens einer... Ja, natürlich ist er natürlich absolut... Ne, ist nicht da, scheiße. Paranoid, aber dafür ist er ja zuständig, um sowas aufzu... Hallo? Da hinten. Ich bin doch schon doof. Renn ich vorbei. Das ist schon der Hammer. Also, aber er hat schon recht. Wenn einer eine Waffe auf mich richtet, muss ich echt damit rechnen, dass das eine scharfe und geladene Waffe auch noch ist. Und dass er mich killen will. Das ist Faktum. Ja. Auf jeden Fall. Alex, haben wir was von dem Flüsterchip? Janus hat den falschen Algorithmus für die Frequenzen geliefert. Wir können sie nicht korrekt entschlüsseln. Kriegst du das hin? Ich bin Pilotin, keine Programmiererin. Ich versuch's und melde mich wieder. Ja, sie ist auch vielseitig, die Perle. Also die ist schon nicht tough und natürlich sieht sie nicht verkehrt aus, um Gottes Willen. Nein, so. Dann. Das ist ein interessanter Look. Ja, ich weiß, ich bin ja auch ein super Typ. So, Innenhof. Und diese Papiere bringen meinen Freund durch die Innenhof. Innenhof?
jetzt hier reinkloppt, dann habe ich ein Problem. Weißt du was, wir speichern mal kurz. Ja. Zack. Ach, kann ich noch gar nicht. Scheiße. Nee. Ja, ist ja gut. Richte ich nicht auf. Was habe ich jetzt überhaupt? Nicht viel los heute. Nee, was habe ich denn jetzt überhaupt hier für eine kompetenten? Nein. Das goldene Ticket. Seraph Amber. Samistad. Genau, Samistad. Das werden wir jetzt machen. Samistad ist. Moment, kann ich nicht. Ist da der Hintern? Nee. Genau, Alavi. Guter Zeitpunkt für einen Spaziergang. Ja, auf jeden Fall. Dann mach schon mal. Ja, bei dem muss ich mich beeilen. Oh, und noch auf der anderen Seite, ne? Jo. Scheibenkleister, ey. Dann nicht. Ich habe der Polizei eine Liste aller Mieter in meinem Gebäude gegeben, bei denen ich Augs vermute. Warum haben Moment, Sie das getan? Kann sein, dass ich hiervon irgendwo einen Code habe. Nee. Na, dann kümmern wir uns doch mal drum. Um die ganze Geschichte hier. Ja, Moment. Zugriff gewährt. Na, siehst du wohl. Klappt doch. Und funktioniert. Macht's mit der Dingen. Ein PDA nehmen wir doch glatt. Aber so was von Türschloss. Birgit Wenk. Türschloss. Ist hier. Malawi 3. Oh. Nein, den wollte ich nicht. Nee, ich werde da jetzt. Jetzt weiß ich nicht, was das für ein Ding ist. Mach das Beste daraus, sagt ist, er. Was für nee, ist Witz. Zwei. Warum soll ich da einen Tunnel reinklauen? Hm? Ist nicht notwendig. Ich hab's gar nicht. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Ja. Soll's ja auch sein, alles reibungslos ablaufen. Zeig. Gut. Nehmen wir ja mal. So was von nehmen wir da. No. Ja. Mal gucken, wo wir hier. Ey, sag mal. Ich muss ruhiger werden. Viel ruhiger. Ja. Da nicht hoch, ne? Doch, da müsste ich hochkommen. Ey! Sag mal, das gibt's da jetzt nicht, ne? Ich hab. Da komme ich wirklich nicht hin. Scheibenkleister. Ich könnte was probieren, aber das wäre jetzt, zu aufwendig. Ja, ich könnte mir was zum Draufstellen besorgen. Ja, ich auch nicht. Deswegen mache ich das ja alles im Geheimen hier. Mann, ich bin geheimer Geheimagent. Eureka. So, hier in der Ecke, da müssen wir hin. Leider müssen wir uns reinhacken. Ja, zwei ist immer gut. Ich gehe mal hierher. Tracing-Programm initialisiert. Nein, das bringt nichts. No way. Dann gehen wir halt den Weg. Dann war das der falsche. So, und da sind wir schon mal. Dann nehme ich das noch mit. Und können da schön hängen. Zugriff gewährt. Schon zumachen hier alles. Ja. Hier sind
Fall so, ey, es ist alles unaufgeräumt hier und, nee, nicht unaufgeräumt, karg eingerichtet, so. So, dann wollen wir den mal hacken, können wir? Stufe 1, also das ist ein bisschen, für wenn ich da Informationen drauf habe, ist das ein bisschen wenig. Anomalie festgestellt. Ja, ja. Tracing-Programm initialisiert. Ja. Kriegen wir da mal hin? Weiß ich nicht. Ja. Zugriff gewährt. Ach, ich bin ja ein Killer. So, Post. Moment, Kerl wird nervös. Mondbasis-Story. Ausgabe 67. Habe ich nie richtig gelesen. Nee. So, Messenger. Warum bist du online? Naja. Jetzt. Moment, ich will deine Story über Prado als Aufmacher. Musikgeschäft, oder? Na also, da haben wir den Code doch. Gesprächsende. Ja, wir müssen das ja rausfinden. Klar kann ich mich da reinhacken und was weiß ich noch alles, aber wenn ich die Codes irgendwie... Ja, die soziale Aug, die ist auch gut, aber nicht bei allen. Nee, nicht bei allen. Das ist dann nicht so prickelnd. Bei manchen. Nee. Halt hier, wir sind hier noch nicht fertig. Irgendwo wird noch hier was sein. Nee. Und hier, wenn was ist, ist hier nur Algi drin. Ja. Hier? Aha. Nichts ist mehr hier, also werden wir jetzt uns dorthin. Ist ja das mal hier? Schaffst du das? Hier geht's. Aber da oben nicht. Oh. Eieieiei. Achso. Warum mache ich das nicht? Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. In dem Moment nicht. Nee, absolut nicht so. Wir sind hier in einer verbotenen Zone. Komm, die opfer ich. Ja. Irgendwo muss die hier sein. Da ist er. Zack. Ja, man muss wissen, wo und wie und was. Oh. Halt. Die Matrix will ich noch haben. Hm. Ja, die werden wir später brauchen, die Matrixen. Ja. Lieber jetzt haben und nicht brauchen, als später brauchen und nicht haben. Das ist das Problem. Weiter. Ah, das sind die Knaller hier. Ja. Hey, Tür auf. So. Zeig. Ja, das ist so mein Ding. Ich liebe es. Ja. No. Nein. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Kommen wir hier nach draußen oder halt? Ach, guck mal. Da kommen wir hier. Nein. Das ist ein interessanter Look. Ja. Und, stehst du drauf? Gut zu wissen. Absolut. Na, ist doch perfekto. Nee, noch einer oben. Und nee, halt. Wir machen noch weiter vorher. Ja. Der Bulle ist nicht da. Das ist gut so. Hier können wir uns reinhacken. Ich gehe mal hier rum.
Na, siehst du wohl. So, haben wir das? Jo, Mensch ist anwesend. Ja. Aktiviere Smart Home System. Brauchst du nicht, mache ich für dich. Smart System aktiviert. Nein, nein, alles gut, Schätzchen. Unautorisierte Präsenz bestätigt. Ja. Eindringlingsprotokoll aktiviert. Ja, ich muss schnell machen. Zugriff gewährt. Bitte halten Sie während des Scans still. Danke. Mach ich. Willkommen bei Ihrem Smart Home System. Aha. Und Sicherheit. Sicherheit ist enorm wichtig. Wandpaneele öffnen. Ihre Geheimnisse sind einsehbar. Aha, Tür schließen. Richtig. Sperren wir die Welt aus. Ja, soweit von. So, Umwelt, genau. Die Umwelt ist ja heutzutage wichtig und sieht hier cool aus. Reinigungsdienst. Er wird sich bestimmt darum kümmern. Mhm. Genau das. Ja, Ihre tschüss. Einstellungen wurden gespeichert. Das ist, geht doch. Warum nicht gleich so? Zack. Hier waren wir drin. Genau. Ja. Man muss nur wissen, wie. Irgendwo ist es dann auch ein kleiner Nachteil, wenn man weiß, wo noch alles ist. Alter, was ist denn hier los? Aha. Und ja, man greift dann eigentlich gerne vor, weil man weiß, das geht. Aber genau das versuche ich ja zu vermeiden. Und, oh, der ist immer ganz übel hier. Da hast du gar nicht so unrecht. Ich habe schlimme Dinge über Neon gehört. Ich glaube, es ist Dings. Ja. Ja, Neon. Hier geht's um Neon. Halt. Schmerzmittel, Neon, ohne Ende. Lebensrettende medizinische Transporte waren nicht mehr möglich. In Chile haben sie das elektronische Wahlsystem manipuliert. Ja, gut, das wollte ich mit euch noch aktivieren und ja, dann sehen wir uns gleich irgendwo in dieser Stadt wieder.